möchte uns jetzt was über Vakuumdetektoren erklären, wie das genau, so ungefähr funktioniert das auch. Genau. Ja, mit Witz zu starten ist ganz prima bei diesem Thema, was doch ein bisschen experimentell ist, nämlich mit der Technik von morgen in einem wunderbaren Vortrag heute. Und es geht um Brain-Computer-Interfaces, das ist dieses lustig blinkende Ding auf meinem Kopf, was gerade lustige Dinge misst. Und ja, es blinkt seitlich, das siehst du nicht so, es ist eine leichte, subtile blaue LED, die zeigt, dass irgendwas passiert. Und genau, ich erkläre euch, wie es funktioniert, was es da so gibt, warum ich mir gedacht habe, dass sowas vielleicht ganz lustig sein könnte und was man davon überhaupt so halten darf oder sollte. Genau, wie funktioniert es überhaupt? Das Ganze funktioniert mit EEG. Ja, ausgesprochen ist das wunderbare Wort Elektroenzephalographie. Das in einem Wort zu sagen, ist noch schwierig genug. Und wie funktioniert das Ganze? Man misst die Spannungsschwankungen auf der Kopfhaut. Es gibt dort verschiedene Potenziale aufgrund von Zellaktivität und die kann man mit sensiblen Messgeräten jedenfalls irgendwie aufzeichnen und die dort entstehenden Frequenzen kann man interpretieren und das wird auch häufiger mal gemacht, auch in der Medizin. Allerdings kann man die medizinischen Sachen nicht vergleichen mit so einem Ding, wie ich das gerade auf dem Kopf habe. Es gibt verschiedene Zonen auf jedem Kopf, die verschiedene Identifikationsnummern und Namen haben, die verschiedene Bereiche im Gehirn widerspiegeln, die auch dementsprechend verschiedene Daten auslesen lassen. Das EEG ist eine nicht-invasive Messmethode. Es gibt noch andere Methoden, wo Leuten halt irgendwelche Elektroden direkt am Gehirn, an den entsprechenden Nervensträngen implantiert werden. Das kann bei Patienten notwendig sein, weil dort dann mit medizinischer Notwendigkeit sowas besteht. Ihr kennt es vielleicht aus den Nachrichten, es gibt Leute, die künstliche Sehorgane haben, die auf sowas basieren. Es gibt Leute, die dann irgendwie was haben mit den Ohren, was dann verbessert wurde oder generell andere Dinge, die sowas notwendig machen. Das hier ist nicht invasiv, das heißt, ich kann es einfach abnehmen und habe dadurch keine Schäden, hoffentlich. Außer vielleicht so einen kleinen Abdruck. Was ist die Hardware? Gerade habe ich ein Neurosky Mindwave Mobile auf. Es ist ein Produkt für den Consumermarkt. Es ist noch einigermaßen erschwinglich. Es misst aktuell die FP1-Position, das ist die linke obere Stirn. Und linke obere Stirn, FP1, das ist das sogenannte 10-20-System, was die gesamte Kopfhaut in verschiedene Bereiche in prozentuale Anteile unterteilt und es ist irgendein wissenschaftliches System dahinter, angeblich. Und ich muss angeblich mal wieder mal sagen, weil in den vier Tagen, wo ich das Produkt jetzt habe, gibt es noch nicht so viele, was ich persönlich reproduzieren kann, was kommt hoffentlich noch. Es gibt einen Referenzmesspunkt am linken Ohr. Das ist so ein wunderschöner Ohrclipser, er tut auch nicht weh. Und das Tolle daran ist, es hat Bluetooth und darüber überträgt. Ja, alles ist besser mit Bluetooth. Und Bluetooth ist halt eine wunderbare Möglichkeit, es mit seinem Smartphone zu connecten. Es gibt einige lustige kleine Minispiele, wo man Zombies töten kann, durch Augenaufschläge. Es ist halt für den Consumermarkt gemacht. Man kann alles irgendwie verwerten. Und da sind viele Entwickler ziemlich fleißig, dann halt auch Zombies mit Augenaufschlägen zu töten. Das Ganze hat 8 Stunden Akkulaufzeit mit einer AAAA-Batterie, was eigentlich recht ordentlich ist. Ich glaube immer noch auf der ersten Batterie. Und mit Akkus sollten ähnliche Ergebnisse erzielbar sein. Die Vor- und Nachteile von so einem Ding. Es ist vergleichsweise günstig mit 155 Euro. Vergleichsweise günstig, daher es gibt Consumer-Produkte, die halt so bei 500, 600 Euro anfangen. Und generell ist natürlich das Ende offen. Wenn man so ein medizinisches EEG haben will, was wirklich aussagekräftig ist, zahlt man deutlich mehr. Es sind trockene Sensoren. Normalerweise braucht man so eine Kontaktflüssigkeit auf dem Kopf. Das ist für den Alltagsgebrauch recht unpraktikabel, wenn man sich dann jeden Morgen erstmal die Sensoren positionieren müsste. Und für mal eben ist das dann auch nicht wirklich in Frage kommt, weil die können einfach verrutschen und dann die ganze Zeit ist irgendwie feucht zu halten mit so einer komischen Kochsalzlösung. Das ist auch nicht immer so toll. Und das Ganze liefert Rohdaten. Das heißt, ich kann per Bluetooth über so eine serielle Bluetooth-Schnittstelle einfach die Rohdaten abgreifen. Das Protokoll ist offengelegt. Das heißt, jeder kann selber damit rumbasteln. Es hat eine integrierte Auswertung, die positiv und negativ zu betrachten ist. Also liefert es Rohdaten über die Aufmerksamkeit, Konzentration und Entspannung. Das Problem daran ist, die Algorithmen dafür liegen nicht offen. Das heißt, es könnte irgendwas sein, es könnte Zufall sein, es könnte was dran sein, man weiß es einfach nicht. Noch ein Nachteil ist die begrenzte Anzahl an Sensoren. Das ist aktuell halt nur FP1, was gemessen wird. Das ist nur ein sehr kleiner Teil des Gehirns
und darüber ist es halt nicht möglich, komplexe Dinge wirklich zu analysieren, die halt vor allen Dingen in den hinteren Regionen des Gehirns sich abspielen. Alternativen. Es gibt natürlich andere EEG-Formen, zum Beispiel medizinische EEG, die sind teuer, aber wissenschaftlich. Das sind dann meistens diese Kappen, die man so kennt, die einem dann übergezogen werden mit etlichen Sensoren drin, die auch die ganze Kopfhaut halt abdecken. Aber das kann man sich als Privatperson nicht mal ebenso leisten. Und dazu muss man die ganze Auswertung halt auch übernehmen. Dann gibt es noch eine andere Alternative von einem Hersteller, der quasi direkt zu dem Hersteller, den ich gerade nutze, konkurriert. Das ist von Emotiv das EPOC. Das kostet ungefähr 500 US-Dollar, inklusive so eines Developer-Kits. Es hat 14 Elektroden, was deutlich mehr ist als das, was ich jetzt habe. Und noch ein Gyroskop dazu, ist allerdings feucht. Das heißt, ich müsste irgendwie die ganze Zeit irgendwie so eine Kochsalzlösung drauf tröpfeln, damit die Sensoren weiterhin Kontakt haben. Und das war mir dann irgendwie schon ein bisschen zu aufwendig. Es braucht mehr Vorbereitung dadurch, dass du halt die Sensoren feucht halten musst. Und dafür bietet es dir viel mehr Möglichkeiten, weil es deutlich mehr Sensoren an dem Schädelplatte hat, vorne wie hinten. Und dadurch kann man mehr herausfinden, was so Frequenzen angeht. Und es ist leider proprietär, das heißt, man kann nicht direkt darauf zugreifen in eine serielle Konsole, sondern man muss diese SDK kaufen, die wiederum Geld kostet, aber in den 500 US-Dollar enthalten ist. Also man kann das Headset auch alleine kaufen für 299 US-Dollar, aber warum habe ich das jetzt gekauft? Das ist eine Frage, die haben mir jetzt viele Leute schon gestellt und hielten mich für mehr oder weniger ziemlich bekloppt, was total in Ordnung ist. Das Tolle daran ist, an diesem... Ja, die Beklopptheit kann man hoffentlich irgendwann messen. Nicht mit diesem Gerät, denke ich mal. Bluetooth ist fast überall integriert, das heißt, ob ich jetzt irgendwie eine Android-App schreiben will, das Ganze auswertet, irgendwann vielleicht mal eine iOS-App, falls ich irgendwie mal auf den Trip komme, Apple-Produkte zu kaufen. Oder halt auch irgendwie für jeden beliebiges anderes Betriebssystem kann ich halt, dadurch, dass Bluetooth fast überall verfügbar ist, vielleicht sogar auf FreeBSD, weiß ich nicht, dort eine Applikation schreiben, die halt das auswertet. Trockene Sensoren bedeuten weniger Aufwand für mich. Ich persönlich hatte nicht viel Lust, irgendwie, wenn ich so ein Ding benutzen will, erstmal aufwendig 10, 15 Minuten dran zu sitzen, Sensoren auszurichten und zu gucken, wie ich jetzt jeden Sensor mit so viel Lösung beträufle, dass es dann ordentlich Kontakt hat. Und es ist vergleichsweise günstig. Also 155 Euro sind jetzt nicht so günstig für einen Studenten, aber man kann es sich noch erlauben. Und die Dokumentation war überzeugend. Das heißt, ich hatte direkt Protokollspezifikationen, wie läuft das Ganze ab, was ich sehr positiv fand, so als Entwickler auch. Die integrierten Algorithmen für Konzentration und Aufmerksamkeit passen persönlich auch in das Konzept, was ich nachher nutzen möchte, was ich gleich noch vorstelle, weil ich habe mit dem Ding ja auch irgendwas vor, möchte es nicht nur ohne Grund aufhaben. Wird auch, glaube ich, mit der Dauer über mehrere Stunden unbequem. Was passiert nun? Ich persönlich möchte Auswertung von vorhandenen Daten machen. Das heißt, ich möchte gucken, wie verhält sich die gemessenen Daten, wenn ich lerne, wenn ich arbeite, wenn ich irgendwie Sport mache, wenn ich irgendwie einfach auf meinem Bett liege und nichts tue, was passiert, wenn ich ein Buch lese, kann ich da irgendwas ablesen, ist da vielleicht irgendein Wert, der sich besonders ändert, gibt es irgendwelche Indizien dafür, dass sich bestimmte Emotionen irgendwo abbilden und mal gucken, was dort im Rahmen ist, was im Rahmen des Machbaren liegt. Und besonders interessant wird es dabei mit den integrierten Algorithmen, die halt sowas wie Konzentration und Aufmerksamkeit und Entspannung halt direkt rauslesen lassen. Das Ganze kann man natürlich um ein Buzzword zu nennen, Big Data-artig verknüpfen mit anderen Sachen wie Standort, Tageszeit und weiteren Sachen wie zum Beispiel Wetter, um zu gucken, gibt es vielleicht Tage, an denen ich vielleicht aufmerksamer bin? Gibt es vielleicht irgendwelche Standorte, an denen ich massiv unglücklich bin? Gibt es vielleicht irgendwas, was mich massiv produktiv macht? Und es wäre interessant zu wissen, wo sowas ist. Optimierung dank Auswertungen, wie gesagt, den Tagesablauf vielleicht besser planen, Erholung schaffen. Vielleicht ist es ja so, dass wenn ich morgens um 8 Uhr aufstehe, ich am fittesten bin, ich aber, wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehe, ziemlich kaputt bin und den Tag nicht so glücklich überlebe. Generell, die Idee ist halt, Lebensqualität zu verbessern, weil es auch anderen Leuten vielleicht helfen kann, dort einen Schritt weiter zu kommen. Und das Ganze soll natürlich nicht nur auf die Daten von irgendwelchen anderen Dritten beruhen, sondern ich möchte gucken, dass sich vielleicht Emotionen abbilden lassen, gucken mit innerhalb von Studien, wie kann es sein, dass Leute vielleicht was Positives fühlen, was Negatives fühlen, wie sieht man es an den Graphen, die dort aufkommen,
Und man kann relativ einfach aus den Rohdaten Dinge wie einen Augenaufschlag extrahieren. Das geht relativ einfach. Vielleicht kriegt man auch den Puls darüber raus, weil sich die, die Graphen zumindest in Zyklen relativ eindeutig ändern. Das sieht man nämlich nur auf der Windows-Software aktuell. Und was ist jetzt? Ich bitte alle Leute zu hinterfragen, zu kommentieren und mitzumachen, wer Lust hat. Das Ganze ist als Person alleine relativ schwierig zu realisieren. Alleine hat man meistens weniger Ideen oder weniger Anregungen. Und es ist cool, einfach zu hinterfragen, best dieses Produkt zu Tode. Und ich hoffe da auf viel, viel Feedback. Weil ich würde gern wissen, ob irgendwas dran ist, ob es wirklich was tut oder ob es Humbug ist oder Schabernack. Und von daher hoffe ich auf die Mithilfe von euch allen herauszufinden, was jetzt daran ist, Gehirnwellen zu lesen oder generell irgendwas aus dem Gehirn. Dankeschön. Das haben wir ja schon ausprobiert. Das kann das Gerät Schmerzen erkennen? Nein. Ich kann dir zeigen, wie es aussieht. Ja, bitte, das würde ich gerne mal sehen. Also, ich kann euch zeigen, wie es aussieht in einer offenen Python-Library, die dafür geschrieben worden ist, die persönlich ziemlich schlecht gemacht ist, finde ich, aber sie kann ja mal neu geschrieben werden. Genau. Ich sehe hier lustige Werte. Das sind die Rohdaten, die das Gerät aktuell liefert. Ich weiß noch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das Poor Signal Level zu nennen, weil es doch recht komische Bezeichnung ist. Es zeigt die direkten Werte an, die das Gerät übermittelt. Die Windows-Software dazu, ich habe leider kein Windows-PC zur Hand, zeigt noch ein paar mehr Graphen. Da kann man zum Beispiel in so einem Minigame Tonnen zum Explodieren bringen lassen, wenn man konzentriert ist. Und angeblich soll ich aktuell sehr entspannt sein und so mittelfristig aufmerksam. Die Werte berechnen sich so, der Hersteller sagt offiziell, Werte zwischen 0 und 20 heißt erniedrigt oder wenig Aufmerksamkeit, wenig Meditation. Und erhöhte Werte sind halt so zwischen 80 und 100. Was man dafür geben kann, ob es wirklich stimmt, ich weiß es nicht. Es gibt durchaus Situationen, wo einige Leute es hier schon auf hatten, wo es einigermaßen gestimmt hat. Allerdings jetzt würde ich sagen, dass ich nicht wirklich entspannt bin und eigentlich doch recht aufmerksam. Was absolut nicht stimmen kann, meines Erachtens nach. Aber vielleicht kann man irgendwie einen Modus finden. Guck mal, das sind andere Signale auf den Ich brauche immer Bluetooth-Link, dass es liest. Ist das die Aktualisierungsart, die ihr macht? Also einmal pro Sekunde? Ja, also ich kriege es über diese Library einmal pro Sekunde hin. Ich weiß nicht, ob es an der Library liegt oder an dem Gerät, das muss ich noch evaluieren. Nein, aktuell nicht. Nein, das ist nur die Referenzspannung. Also er braucht halt irgendwie, um Spannung zu messen, irgendeinen Referenzpunkt, das ist wohl das Ohr. Aber ich habe keine Ahnung von Elektronik, deswegen. Willst du dich damit in die Öffentlichkeit trauen? Ich habe vor, irgendwann mal, wenn ich irgendeine Software geschrieben habe, die alles mitloggt, einfach mal eine Woche lang damit rumzulaufen, gucken, ob ich das schaffe. Ist, glaube ich, auch eine persönliche Herausforderung. Und das wäre auch interessant. Das wäre auch interessant. Du kannst gerne eine Kamera dran montieren, wenn du möchtest, Nico. Also ich habe es vor, einfach mal eine Woche damit rumzulaufen, so viele Daten zu sammeln, wie ich nur kann, gleichzeitig zu gucken, wie ich mich wo fühle, so ein bisschen zu gucken, wo ich wann an welchem Standort war, einfach mal die Daten danach zu haben, um sie zu analysieren. Wann und wie, wo ich das mache, das muss ich noch mehr Ausschau drüber halten, weil ich erstmal die Software schreiben möchte und mal gucken möchte, ob es überhaupt Hand und Fuß hat, das, was jetzt da so rauskommt an Werten. Wenn du mir einen Tränensensor bastelst, gerne. Das nimmt aber nicht wirklich Emotionen auf, ne? Also das nimmt nur Erregung auf. Genau, das misst halt diesen Spannungsdifferenz. Ja, wenn sonst noch Fragen sind, ihr dürft gerne auch mal damit spielen oder es aufsetzen oder was auch immer. Nimmt es auseinander, nochmal der große Appell, macht damit
prüft, dass es nicht plausibel ist, prüft, dass es Humbug ist oder findet heraus, dass es toll ist. Ich freue mich da über ganz, ganz viel Feedback und ganz viel Spielerei damit, weil ich möchte herausfinden, ob das jetzt so ein AstroTV-Shop-Produkt ist oder ob es was einigermaßen wissenschaftlich fundiertes sein kann. Danke.